Hallo, liebe Freunde, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge vom ETS 2 im Singleplayer. Wir haben den Auftrag, nach Dortmund zu fahren und bringen einen Kraftstofftank dorthin und bekommen 24.000 Euro. Zeit haben wir auch hier noch. Wie geht das weg? So, gut. Okay, dann schmeiße ich die Möhre mal an hier. So. Ups, Gang einlegen. So, kurzes Lagging hier. Dann fahre ich mal los. Ich habe die Grafik jetzt anders eingestellt. In der Hoffnung, dass ich ein bisschen mehr FPS habe, aber so wie ihr seht, nein, habe ich nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Was ich aber noch mal eben machen wollte, und zwar Gameplay Stärke der Bremse. Ich hoffe, Bolle, so ist das richtig. So ungefähr. Okay, dann wollte ich noch. Ich glaube, das war's. Ist hier noch irgendwas? Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Ah, das muss hier noch ein wenig weiter rüber. So. Ansonsten geht das nämlich die ganze Zeit hier links, rechts und so weiter. Nö. Dann fahre ich mal weiter. Mal gucken, ob ich mehr FPS habe jetzt. Somit, nein, habe ich nicht. Gut, okay. Ein bisschen leiser machen. So. Sonst höre ich nichts mehr bei dem Motor hier. Ach, wir sind ja gar nicht hier beim ATS hier. Da kann ich ja nicht so, ne? Fahren wir ja keine 30. So, also diesen LKW, wo ich jetzt gerade drin sitze, den will ich mir kaufen. Und zwar ist das der VNL, der Volvo VNL 680. Und auf den spare ich. Dankeschön. Hab schon gedacht, der fährt durch hier. Aber er hat mich gnädigerweise durchgelassen. So, Leute, also in circa 2 bis maximal 3 Monaten werdet ihr das Geruckel und die niedrige FPS bei mir nicht mehr sehen. Denn eventuell werde ich mir dann einen neuen PC holen, wenn das alles klappt. So wie ich mir das vorstelle. Ja, wir fahren jetzt erstmal schön auf die Autobahn. Entschuldigung, ich war gerade ein wenig abgelenkt. So, schön auf die 80 heizen. Hui. Geht ja ab wie ein Zäpfchen hier, der Volvo. Kommen wir ja richtig gut an, wahrscheinlich. 15 Stunden haben wir Zeit. Das heißt also 2 Folgen, dann sind wir schon da. Und dann hoffe ich, dass ich mir den neuen LKW hier kaufen kann.
Der ist ganz schön laut, der Truck hier. Wie ich mal so eben beiläufig erwähnen muss hier. Ne? Noch gut fahren. Und da kommt die Maulstelle. Mal bremsen. Boah, ist die laut, die Bremse. driven wir direkt mal hier ganz rechts rum. Oh, der gibt aber auch Gas hier. Ist ja mal schön. Über 70 dürfen wir erstmal nur hier, aber jetzt kommt jetzt auch direkt ab 80. Also los geht die Luzi. Mein Gott, jetzt muss ich erstmal wieder hier klarkommen mit der Lenkung. So. Ich habe die überall irgendwie anders eingestellt und da ist das jetzt ein wenig Umgewöhnung jedes Mal. Muss doch gucken, dass ich die Einstellungen für alle anderen übernehme. Das weiß ich sowieso nicht, warum das ATS und ETS nicht macht, dass man für jedes Profil die gleiche Einstellung hat. Das ist ja, weil jedes Mal muss man das immer neu einstellen. Das ist voll kacke, ey. Weil man hat ja normalerweise immer seine Lieblingseinstellung und die dann jedes Mal neu einstellen und die Einstellungen für Grafik und Geschwindigkeit und alles Mögliche da alles neu einzustellen, das ist total nervig, muss ich mal sagen. Und wenn du sowas hast wie bei mir jetzt, dass du drei Profile hast, dann ist das schon scheiße. Und jedes Mal muss man dann rumtesten, ob das auch so passt oder nicht. Sollen die da lieber so eine Speichereinstellung machen, so eine Settings-Speicherung oder sowas? Oder Setting-Profile? Das wäre eindeutig einfacher, als hier immer das jedes Mal neu einzustellen. Finde ich zumindest. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, ne? So, die nächste müssen wir runter. Und kommen dann auch direkt schon in die Mautstelle. Ja, gehen wir direkt mal 50 runter. Sehr schön, alles frei und das heißt, wir können losdüsen. Oh, eine kleine Mautstelle. Da bleibe ich doch direkt auf der Spur hier. Das war jetzt lang, rechts rum. Ah, jetzt lenkt auch viel weicher. Ja, 70 darf man fahren und nicht 50.
frage mich echt, warum ich so wenig FPS habe hier. Ich habe alle Hintergrundprogramme aus, ich habe hier Grafik ein bisschen runtergeschraubt und trotzdem nur 20 FPS, also ist grausam, ist echt grausam. Ah ja, aber einen neuen PC führt nichts dran vorbei. Also mit dem PC hier, da nützt das nichts. Also nicht mehr rauszuholen. Also die paar Monate müsst ihr euch noch begnügen mit der Grafik und dann, wenn ihr dann auf einmal seht, bang, neues Bild, dann wisst ihr Bescheid, ne? Dann habe ich es geschafft. Poznan, da sind wir erst hier. Aber ordentlich noch was vor uns. Oh! Ich fahre einfach mal durch. Ich habe keine Strafe gekriegt. Super, ne? Da habe ich aber Glück gehabt, du. Ja. Wieder vernünftig hinsetzen hier. Ich sitze hier wie Arsch auf Eimer. Aber 13 Stunden geht ja auch noch. Schlafen müssen wir auch noch nicht. Sehr gut. Haben alles im Griff. Es sei denn natürlich, es kommt ein Auto von hinten und rammt uns wieder weg. Das heißt, gleich ein bisschen konzentrieren, weil da kommen ein paar enge Kurven. Wie es ausschaut. Ja, und da kommt so ein Knallkopf und überholt uns mitten in der... Hier mitten hier drüber. Das ist echt der Knaller. Das hätte auch ins Auge gehen können. War ich fast ein bisschen zu weit links, rechts. Aber alles gut hingekriegt. Ist doch perfekt.
Möchte mal wissen, wann wir hier wieder auf eine Autobahn kommen. Ich guck mal. Nirgendwo. Wieso fährt er, lässt er uns nicht direkt durch Poznan durchfahren? Das weiß man nicht, ne? Hallo, kannst du dann auch mal so fahren, dass ich nicht drehen muss, du Knallkopf? Ah, hier fahren wir erst wieder auf eine Autobahn. Richtung Berlin und dann immer weiter geradeaus. So, da haben wir aber ordentlich was vor uns. Wer bringt die LKWs denn eigentlich wieder zurück oder bleiben die da? Fällt mir gerade mal so ein, ganz spontan. Kenne mich so im Speditionswesen nicht so aus. Vielleicht soll ich mal wegen den FPS mal gucken, dass ich ein paar Mods rausschmeiße. Weil die fressen ja auch immer ein bisschen was. Zum Beispiel Scania RJL kann ich erstmal rausschmeißen, weil den brauche ich eh nicht. Der gammelt auch so im... in meinem Mod-Ordner also durch die Gegend. So, bei der nächsten Haltestation werde ich mal ein kleines Päuschen einlegen. Oh, da vorne sind auch schon mal die Pfeile. Dann werde ich das nämlich in Posten, dann werde ich dann mal ein Päuschen einlegen. Erster Aufenthalt in Poznan. Mein Gott, das hat hier eine Schlangenlinienkurve hier. Hätten die Straße nicht gerade ausmachen können? Dann sind wir schon mal hier und dann werde ich gleich woanders hinfahren. Ha. Und das ist nur eine Shopcenter. Oh, jetzt müssen wir grün kriegen, ja. Achso, ich kann ja weiterfahren.
Aber ich werde jetzt nämlich mal hier, wenn ich hier rechts rum oder... Moment, ich guck mal eben kurz auf der Map. Map, hallo? Was hier noch so in der Nähe ist. Nee, dann werde ich hier bei, hier parken. An der Werkstatt. Stand vorbei. Aber wenn er jetzt nicht mal 5 Minuten hier pennen sagt, dann ach egal. Gut, Leute. Dann verabschiede ich mich mal von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Wobra. Denkt an den Daumen, wenn es euch gefallen hat. Ciao, ciao.